Hi, mein Name ist Nico. Ich bin hier gemeinsam mit Coach Steph im Athlete Gym in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Gerne doch. Viele kennen dich bereits, vor allem aus dem Fitnessbereich. Vielleicht kannst du gerne noch mal kurz dich vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen, dass wir wissen, wer du bist. Ich heiße Coach Steph. Eigentlich bin ich Physiotherapeut, aber die meisten kennen mich aus YouTube, mache YouTube-Videos, Bodyweight Training, Calisthenics. Ich habe auch ein eigenes Fitnessstudio in Heilbronn. Wir machen digital viel Trainingsprogramme, wir bringen eine eigene App raus. Mhm. Also wir sind da alles, was so Fitness betrifft. Das ist so unser Ding. Mhm. Also mit dem Physio wollen wir auch so ein bisschen medizinisch, fachlich die Schiene reinbringen, okay, und betreuen halt da so die Leute. Aber die meisten kennen mich aus YouTube. Wann hast du angefangen mit Fitnesssport? Schon mit 18 habe ich angefangen, jetzt bin ich 32, also 14 Jahre her. Mhm. Und als Personal Trainer arbeite ich so seit 10 Jahren ungefähr so angefangen. Ja. Bist du auch viel international unterwegs? Viele kenne ich auch aus dem Video mit The Game zum Beispiel. Genau, ich bin USA öfter, in LA mit The Game. Mhm. Jetzt kommt als nächstes noch ein bisschen was mit Exhibit. Das sind so da meine Kooperationspartner, sage ich mal. Fliegen wir hin, machen ein paar Videos, Workouts, haben dort auch Trainingsprogramme mit Game, die 60 Days of Fitness, wo wir international vertreiben. Also das auch macht richtig Spaß. Das glaube ich. Also sehr international Coach Steph unterwegs. Heute wollen wir über deine Haartransplantation reden, die du bei Elite gemacht hast. Vielleicht willst du uns noch mal kurz abholen. Wann fing bei dir denn der Haarausfall an? Ab wann hat es dich gestört? So ein kurzes. Tatsächlich hatte ich schon immer Geheimratsecken. Bei mir war ja hier vorne so echt wenig, auch schon mit 18, mit 20. Mhm. Und dann habe ich aber so, als ich das Gym aufgemerkt habe, so mit Ende 20, gemerkt, dass sie halt immer größer werden. Hat mich jetzt nicht so unbedingt gestört. Ich habe es nur gemerkt. Klar, man wünscht sich, dass es halt nicht so wäre, aber hat mich jetzt nicht so gejuckt. Okay. Aber tatsächlich dann so mit 31 hat es dann angefangen, dass es mich wirklich gestört hat. Gerade als ich Instagram-Stories oder YouTube-Videos gemacht habe und ich habe irgendwie Liegestütze gemacht und die Kamera war von oben. Ja. Und man sieht den Kopf von oben, sieht man halt, dass nur in der Mitte so die Haare sind und hier links, rechts ist halt so nichts mehr. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, da musst du irgendwas machen, ey. Ja, das war so das Erste, was mir gestört hat. Und dann sieht man es halt selbst immer auf jedem Foto, auf jedem Video. Man denkt immer, jeder sieht es, auch wenn es nur du siehst, dich stört es so. Und das war so der Moment, wo ich dann auch überlegt habe, okay, Haartransplantation, lass mal ein bisschen googeln, lass mal ein bisschen gucken. Beschäftigt mit. Ja, es deckt sich total häufig auch mit der Story von anderen, dass sie sagen, man hat das für eine gewisse Zeit, wo einem das auffällt, dass man merkt, okay, es wird weniger. Aber viele sind nicht so, dass sie dann gleich in Aktion gehen und was machen. Bei mir war das auch so, dass ich erst überlegt habe, mache ich das jetzt, habe auch länger gebraucht. Aber bei dir ist natürlich auch durch deine Tätigkeit, ist das noch mehr im Fokus, wenn die Leute Videos sehen, Bilder von dir? Ja, wenn du ein Bild machst oder ein Video und später hat es 100.000 Aufrufe, willst du schon einigermaßen in Ordnung aussehen. Das stimmt. Ja, nee, das Problem, was ich immer so ein bisschen habe, ist, wenn es in den Kommentaren geht, dann sollen die Kommentare zum Video sein und nicht zu den Haaren. Ja, es soll um den Content gehen, um den Inhalt und nicht um, wie ich aussehe so wirklich. Und das hat mich dann so nicht gestört, waren jetzt nicht so heftig, aber ein paar Kumpels schreiben dir dann so, hey, was geht's? Weniger, bist du alt? Stimmt. Was war denn, hattest du dann irgendwie eine Situation, wo du gesagt hast, das war dann der Breakpoint, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was machen? Oder wie hat sich das entwickelt? Weil es ist ja immer so ein bisschen Fall-off-Zeit, bis man dann tatsächlich sagt, jetzt fliege ich wirklich auch dahin und mache das. Also das Erste, wo ich gesehen habe und überlegt habe, war, als Simon Teichmann die Haartransplantation gemacht hat. Der hat ein YouTube-Video gemacht, öffentlich, hat meine Haartransplantation hat gezeigt und ich dachte, fuck, Alter, also dazu brauchst du Eier, dass du das so öffentlich machst. Ja. Und da habe ich auch überlegt, okay, aber wenn der das kann, okay, überlegt. Und dann, ein paar Wochen später oder ich weiß nicht wie lange, habe ich auf Facebook gescrollt und sehe so Coach Eddie, Istanbul, neue Haare. Ich so, hä? Verarscht er mich? Geh so auf Instagram, guck. Nee, ist in Istanbul Coach Eddie Haartransplantation. Und ich kenne Eddie ganz gut, wir haben auch schon ein paar Videos gemacht. Ich so, Bro, was geht? Mhm. Ich fand bei ihm überhaupt nicht schlimm. Also man denkt ja immer nur, man selbst hat das Schlimme. Aber jeder hat ja von sich eine andere Wahrnehmung. Und ich so, hey, bei dir ist doch gar nicht schlimm, warum machst du eine Haartransplantation? Und dann hat er mir halt auch Fotos so von sich geschickt. Und ich so, ja, okay, wenn man genau guckt, verstehe ich schon. Und ich so, hey, zeig mal, was geht da ab, was kostet es, wie ist der Flug, habe mich dann über ihn informiert. Und so kam es dann letztendlich dazu, dass ich dann den Kontakt gesucht habe. Okay. Hast du dann irgendwie, auch am Anfang habe ich schon ein paar Leute noch gehört, ein paar Bedenken irgendwie, ist es in der Türkei und wie läuft der Eingriff, ist es ein großer medizinischer Eingriff? Oder? Ja, total. Ja, ne? Also ich war vorher noch nie in der Türkei. Ich habe nur gehört, dass sie sehr gut sein sollen. Aber ich habe trotzdem immer wieder in Deutschland geguckt, weil du wohnst hier, du kennst hier alles, es ist so ein bisschen Komfortzone auch, klar. Wann fliegt man schon in ein anderes Land für eine OP? Ja. Ist schon eine Hürde. Aber als ich dann tatsächlich
es will es niemandem schlecht machen, aber so diese deutschen Kliniken und Ergebnisse gesehen hatte und die Preise auch gesehen hatte und was für ein Aufwand das war, dachte ich mir, okay, da ist doch scheinbar die Türkei günstiger, besser, schneller, unkomplizierter, auch das Handling, der Service. Okay, es ist irgendwie scheinbar kein Haken, also habe ich mich halt drauf eingelassen. Sehr gut. Ja. Bei mir warst du, als ich selber dort war, spätestens dort, wo du abgeholt wurdest und dann diesen professionellen Ablauf wahrgenommen hast. Ich finde, da sind so die letzten Fragezeichen. Also falls ihr noch nicht wart, Flughafen mit einem Schild, dein Name, du wirst abgeholt, ins Hotel gefahren. Du stehst ja nicht irgendwo und musst gucken, wie komme ich mit dem Bus irgendwo hin. Also ist das für alles gesorgt. Das war mir zum Beispiel sehr wichtig, weil ich war halt auch aufgeregt. Klar, jeder ist ja aufgeregt. Und dann bei mir war noch so, ich habe dann ein YouTube-Video währenddessen gedreht. Und dann hast du schon so ein bisschen Druck innerlich. Und wenn es dann aber alles so nahtlos abläuft, dann bist du halt doch deutlich entspannter. Und dann selber der Eingriff her, vom Ablauf her, war das, wie ging es dir dabei? Das ist ja betäubt natürlich, außer oder dann die Dämmantag selber bzw. einen Tag danach? Es war auch so eine Frage, tut's weh? Weil ich bin jetzt keine Memme, aber ich habe auch keinen Bock auf unnötige Schmerzen. Und tatsächlich muss ich sagen, das Einzige, was weh tut, sind die Betäubungsspritzen. Ja. Und die von der Haartransplantation kriegst du gar nichts mit. Ich habe gar nichts gemerkt, nichts gespürt. Ich bin 5,5 Stunden ging meine OP, liegst du halt rum und hast am besten Netflix was runtergeladen oder eine Playlist oder ein Buch dabei, weil sonst wird dir einfach nur langweilig. Genau. Aber sonst ist es überhaupt nicht schlimm. Ja. Wie gesagt, bis auf die Betäubungsspritzen, das geht ein paar Minuten. Ich weiß nicht, du kriegst halt eine Spritze rein und denkst dir, boah, hey, chill mal. Denn die nächste, okay, tut weh, wie viele noch? Und dann sind es halt ein paar, aber man kriegt es rum. Also, ein paar Minuten ist dann. Ein paar Minuten und da merkst du gar nichts. Ja. Also im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich gewusst, wie wenig Schmerzen man hat, hätte ich weniger Angst gehabt. Ja. Lass es so formulieren. Absolut, das ist bei mir genau das Gleiche. Okay. Und als du dann selber die Eingriff durch war, bist du am nächsten Tag schon zurückgeflogen oder bist du noch ein, zwei Tage dort geblieben? Nee, ich bin gleich zurück. Gleich zurückgeflogen, okay. Ja, also ich bin hingekommen, nachmittags bin ich geflogen, kam dann abends an, Krankenhaus, dann haben wir den Bluttest gemacht, dann ins Hotel, bisschen was gegessen, geschlafen. Am nächsten Tag wurde ich abgeholt in die Klinik. Genau. Dann war die Voruntersuchung, Vorgespräch mit dem Dr. Balvi war da, hat sich das angeguckt, eingezeichnet, drüber geredet. Dann ging die OP, abends dann ins Hotel, geschlafen und dann am nächsten Tag dann schon wieder zur Klinik, nach Kontrolle und dann zum Flughafen heim. Also so eine Sache von 48 Stunden, dann bist du wieder da. Also ich war wieder zurück, meine Freundin auch. Und, wie war's? Und ich so, als wäre ich gestern weg, also es war überhaupt kein Act. Also selber der Eingriff vor Ort, du hast ja auch unterschiedliche, also gerade die Reputation von Elite her ist ja auch hohe Fachkompetenz. Und ich finde, das merkt man auch, dass du unterschiedliche Fachspezialisten für die lokale Betäubung hast, für die Entnahme, für die Verpflanzung. Ging es ja auch so, dass du dann vor Ort, wenn du auch das ganze System mal gesehen hast, dass dadurch auch die Sicherheit bei dir kam, dass du gemerkt hast, die sind wirklich Profis am Werk? Oder? Dadurch, dass ich ein Fitnessstudio habe, meine Freundin zahnmedizinische Fachangestellte ist, ich Physiotherapeut bin und aus dieser Medizinschiene schon so ein bisschen komme, gucke ich natürlich anders auf sowas. Und wenn du dann liegst und denkst, okay, es ist alles desinfiziert, okay, es sieht gut aus. Ja. Und dann kommt so das erste Team rein, die ersten zwei Mädels, die dann die Haare entnehmen, dann wechseln die, dann kommt der nächste, macht die Löcher. Genau. Dann ist Pause, willst du was essen oder nicht? Also dann kommt die nächste, macht die Anästhesie wieder rein. Dann kommt, also es war schon durchgängig abgespielt. Du siehst, die machen das nicht zum ersten Mal, die machen das jeden Tag, seit wie vielen Jahren? Also, wo ich dann auch denke, okay. Cool. Die kennen die Hand. Finde ich gut, ja. Sehr gut. Als du dann wieder hier warst, die ersten Tage danach, jetzt wahrscheinlich auch, wie ging es dir dann dabei? Wie war so die ein, zwei Wochen nach der OP? Also, da muss ich sagen, das Schlimmste war das Schlafen, weil du in den ersten paar Tagen ja nicht auf dem Bauch schlafen darfst. Ich schlafe normal immer auf dem Bauch. Ja. Dann hast du noch ein Kind im Bett, weil der kommt nachts immer rüber mit 5 Jahren. Dann musst du immer so schlafen, darfst aber nicht. Also ich habe da tatsächlich auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen, weil ich mit den Kisten mir einfach das so schön bequem machen konnte, dass ich wie in so einem nicht bewegen muss und so. Hab vom Flugzeug so diese Nackenrolle rum, damit ich meinen Kopf irgendwie so ablegen kann. Aber das sind 2-3 Tage und dann geht's. Also das fand ich so der Punkt, wo mich jetzt am meisten beeinträchtigt hat. Ja. Und 2 Wochen kein Sport oder 4 Wochen? Ja gut, das ist eine andere. Also ich habe mir schon, das empfehle ich euch auch, ihr müsst nicht, aber nehmt euch irgendwie eine Woche oder 2
wo ihr locker machen könnt, vielleicht Urlaub, wenn ihr Arbeitnehmer seid, dass ihr da nicht müsst, dass ihr zwar könnt, aber nicht müsst. Mhm. Du hast dann zwar diese Kruste, man sieht es natürlich auch deutlich, du hast die Schwellung, musst das Stirnband tragen, kriegst den Hut für draußen, den habe ich zum Beispiel angezogen, wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe. Einfach, weil ich keine Lust hatte zu erzählen. Ja, so. Keiner fragt dich, warum hast du so einen hässlichen Hut? Das fragt kaum jemand. Von daher, das Ding drauf im Kindergarten. Und sonst habe ich eigentlich viel YouTube vorgedreht, dass ich da nicht irgendwie ein Workout drehen muss, dass ich da nicht schwitzen darf muss oder so, sondern dass wir einfach nur ein bisschen vorbereiteter rein sind und dann war das auch kein Problem. Cool. Für mich persönlich, kein Sport ist natürlich schlimm. Die Phase war die längste Phase, wo ich nicht trainiert habe in 14 Jahren. Also tatsächlich. Und ich habe in den ersten zwei Wochen wirklich gar nichts gemacht. Geht. Die erste Woche ist sogar, okay, gut, lass mal entspannen. Okay, nach 7 Tagen juckt sich in den Fingern, du willst dich bewegen. Und dann habe ich nach 2 Wochen so die ersten lockeren Einheiten gemacht. Ich konnte es halt nicht mehr so aushalten. So ein bisschen Arme, ein bisschen Bauch, einfach nur ein bisschen bewegen. Noch gar kein hartes Training, gar nicht mehr die Gewichte. Und erst nach einem Monat bis 2 habe ich dann wieder ein bisschen mehr gemacht, aber habe einfach langsam angefangen. Super, Und du verlierst nicht so viel Muskelmasse, wie du denkst. Du verlierst nicht so viel Kraft, wie du denkst. Man macht sich viel zu viel Sorgen. Man ist schnell wieder drin. Ist ja mal ganz gut so eine Pause. Ja. Ansonsten, das Ergebnis spricht ja mega für sich. Also die Geduld hat sich da auch gelohnt. Wie war jetzt so in der Zeit danach auch die Reaktion in Bezug auf deine Videos und so? Haben viele Leute das mitbekommen, dich angesprochen? Wie geht es dir jetzt damit, dass du volles Haar wieder hast? Es gab 2 Möglichkeiten. Entweder ich versuche es geheim zu halten. Oder ich erzähle es gleich allen, weil alles in der Mitte funktioniert nicht. Das stimmt. Und ich war eigentlich so der, komm, braucht jetzt nicht jeder wissen. Andererseits, man sieht's, du kannst es nicht geheim halten. Ja, also habe ich mich komplett für die andere Seite entschieden, komm, ich mache gleich ein YouTube-Video dazu, erkläre alles, zeig alles, habe das rausgehauen und die Resonanz war, ich will sagen, 99,8 positiv. Also, fast, ich habe mit sehr vielen dummen Sprüchen gerechnet. Es kam so gut wie keiner. Ich habe eine Instagram-Story gemacht, habe gesagt, hey Leute, ich bin gerade in Istanbul, ich mache eine Haartransplantation. Hier könnt ihr Fragen stellen, ich zeige euch alles später. Und die einzigen Fragen, die kamen, was kostet's? Kannst du mir empfehlen? Wo bist du? Ist in der Türkei? Kann man auch Bart machen? Also die Leute haben gefragt, wo ich denke, was geht? Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Nachfrage da ist. Ich dachte eher, es kommt so, warum machst du das? Oder bist du eitel? So, überhaupt nicht, gar nicht. Und gerade von vielen Jungs kam es. Und als ich dann in mein eigenes Gym dann ging, nach ein paar Wochen nach der OP, dachte ich auch, okay, was sagen die Mitglieder, wenn du so kommst? Alle haben ja das Video gesehen. Und dann bin ich so in einer bisschen ruhigeren Stunde rein, habe mich in mein Office gesetzt, dann kamen immer mal wieder ein paar. Und dann kamen echt 3, 4 von den Jungs und so, ja, ich habe das auch gemacht. Ich denke, echt? Ja, ja, vor 3 Jahren, 2 Jahren, hier, guck mal da, denkst du. Und ich, hätte ich nicht gedacht, habe ich nicht gesehen, hätte ich nicht gewusst. Ja. Warum sagt ihr nicht? Dann hätte ich weniger Angst gehabt oder weniger, weil einfach keiner darüber so spricht. Genau. Das ist diesen Charakter von einem Tabuthema irgendwie, ne? Und jetzt kommen mittlerweile, seit ich die Haartransplantation vor 1 Jahr gemacht habe, immer mehr Leute, Freundeskreis, Bekanntenkreis, die das halt auch machen und mich halt dann fragen. Wo ich denke, okay, da hast du wohl echt irgendwas bewirkt in den Leuten, zumindest in deinem Umfeld, dass sie sich mehr trauen. Ja. Also gerade die Tatsache, dass halt viele eher dann Fragen stellen, anstatt irgendwie da kontra zu gehen, zeigt ja auch, dass das Interesse von der Gesellschaft her da ist. Aber aus irgendeinem Grund ist es vielleicht immer noch so ein bisschen verpönt, über sowas zu sprechen. Glaubst du, das ist irgendwie, woran liegt das? Also ist es vielleicht gerade dieses Thema, dass du sagst, dass man zu eitel eingeschätzt wird? Oder warum ist es noch nicht mehr salonfähig, sich die Haare machen zu lassen? Ich glaube, es ist tatsächlich ein Thema, was eher die Männer betrifft, dass es so falsche Männlichkeit ist, wenn man nicht eitel sein darf. Das ist so, glaube ich, dieses Tabuthema. Ich habe ja auch mit meiner Freundin darüber geredet, was die so findet, soll ich das machen oder nicht. Und ein Spruch hat sie gesagt, den ich eigentlich ganz gut fand. Mädels machen so viel und geben so viel Geld für irgendein Make-up oder was weiß ich was, Pigmentation aus. Ja. Da sagt keiner was. Und bei Männern, die haben halt dann Haarausfall. Es ist halt so, man kann was dagegen machen. Warum macht man da dann so ein Fass auf? Absolut. Und da habe ich auch, ja, scheiß drauf. Also wirklich, ja. Einfach mal. Sehr gut. An sich, wenn du andere Freunde hast oder Kumpels, ich habe das auch bei mir, dass die Leute, wo es bei denen jetzt auch Geheimatzeiten kommen, halt überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht.
und jemand dich fragt, lohnt es sich, was ist so, wie reagierst du auf sowas? Zeigst du einfach nur deinen Kopf und sagst, schau selber, oder hast du irgendwie so eine... Ey, ich komme da so in diesen Beratermodus und ich so, ja, zeig mal, guck mal, guck mal so. Eine Grafts. Von so, ja, ich habe 2700 Grafts drin, bei dir, ja, ungefähr so sah es bei mir aus, kannst du die Fotos einschicken, die sagen dir dann aber genau, aber ich würde sagen, ja, mach und so, weißt du, du gehst da schon so... Ihr schlüpfst in die Rolle so als, dass ja, du... Ja. Ich habe das auch manchmal, wenn ich durch die Straße laufe und die Leute sehen halt irgendwie Hausverlangen. Und ich so, da will ich am liebsten Leute ansprechen und sagen, hey, es gibt eine Lösung dafür, was du dafür hast. Aber ja, ist ein spannendes Thema, cool. Und ansonsten von dem, wenn du dich jetzt in Videos siehst, jetzt nachdem, wenn die Haare wieder voll sind, wie ist so deine, ich sag mal, Lebensqualität? Hat sich was verändert so in Bezug, wie du dich selber auch siehst? Bist du einfach jetzt immer glücklich und wenn du dich im Spiegel siehst, guckst du noch, hey, sieht das gut aus? Oder ist es für dich schon Standard, dass du... Ich glaube, das legt man nie ab. Ja. Man guckt immer trotzdem ein bisschen kritischer, aber es ist halt eigentlich, ja, sieht gut aus. Man ist dann einfach zufriedener. Mhm. Ob es jetzt so wirklich in mir was bewirkt hat, klar. Wenn ich die Videos sehe, bin ich einfach, ja, ist sieht gut. Einfach gut aus, fühle mich gut. Absolut. Ob es jetzt dadurch kam oder dadurch, dass ich einfach mir keine Gedanken mehr darum mache, hängt ja alles mit der Transplantation irgendwo zusammen. Mhm. Also ja, ich kann es empfehlen, ich fühle mich besser, definitiv. Es beschäftigt einen auch, wenn du Fotos halt siehst und dann macht irgendjemand mal aus einem blöden Winkel ein Bild und du denkst ja, da wirst du immer wieder, finde ich, oft daran erinnert, dass du dieses Thema hast. Ja, auf Instagram machen alle Influencer, du recycelst manchmal Bilder, dass du so ein altes Bild wieder postest von vor einem Jahr, weil warum soll ich jedes Mal neue Bilder machen? Und manchmal nehme ich auch ein Bild, was so vor der Transplantation war und es fällt den Leuten tatsächlich auf, die sagen, hey, das Bild ist ja vor der Transplantation. Und ich so, hey, gut gesehen, weil man sieht es, auch wenn jetzt das Bild nicht schlecht war, aber man erkennt trotzdem den Unterschied vorher, nachher. Sehr gut. Doch. Cool. Ansonsten abschließend, wenn du jetzt nochmal Personen was mitgeben willst oder Männer, die jetzt überlegen, soll ich das machen oder genau wie du gesagt hast, immer so, ja, es gibt Leute wie Jason Statham, Vin Diesel, die sehen auch mit Glatze gut aus, die aber eigentlich den Wunsch haben, was zu tun, irgendwie, mach es einfach, oder? Also wenn du Jason Statham bist, dann mach's nicht. Ja. Aber wenn du nicht aussiehst wie Vin Diesel, dann überlegst du. Ja, ey, steh zu dir selbst, wenn es dich nicht stört. Dann mach's nicht, aber wenn du sagst, es stört mich, ich will was verändern, dann mach's. Also mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Absolut. Mega guter Abschluss. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt über den Eingriff von Coach Steph oder generell allgemeine Fragen zum Thema Haartransplantation, dann schreibt das gerne alle in die Kommentare. Kannst du noch sagen, wo man dich auch findet in den sozialen Medien? Einfach Coach Steph eingeben. Coach Steph. Ihr könnt gerne hier kommentieren. Ich bin auch in den Kommentaren. Dann guckt mal ein bisschen, falls ihr Fragen habt, dass ich selbst beantworte. Deswegen auch abonnieren, Elite-Herr, den Kanal. Jo, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, cool, dass du da bist. Hat Spaß gemacht. Und dann hoffen wir, dass viele Leute sich motiviert fühlen, da auch ihr Leben zu verändern mit transplantierten Haaren.